geschätzte Gäste, ich freue mich, dass ihr wieder zusitzt. Ich begrüße euch aus nah und fern. Wir haben wieder ein Wahnsinnsprogramm für euch vorbereitet. Bitte schaut euch das an. Und damit gleich zur Programmübersicht. Viel Spaß! Ausflüge mit unserer Gruppe aus Niedersachsen, Miesenbach das Neue, Beverly Hills, Indian Tonic Water, Gauermann Rostbraten, Fluoreszierendes. Zuerst war die Gruppe in Eisenstadt im Burgenland, dann in Rust und anschließend hat es eine Schifffahrt gegeben. Der Römersteinbruch wurde ebenso besucht. Dann ist Wien dran gekommen, Schönbrunn, die Innenstadt von Wien. Der Heldenplatz, das Schloss Belvedere. Stift Melk ist am anderen Tag an der Reihe gewesen mit der wunderbaren Kirche. Und dann hat es eine Schifffahrt auf der Donau gegeben bis nach Krems. Wunderschöner Tag war. Dürnstein, im Hintergrund die Burg, wo der Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde. Jetzt sind wir schon auf der Hohen Wand beim Naturpark. Der zweite Teil folgt übrigens nächste Woche von den Ausflügen. Da wir ja nun schon sehr viele internationale Zuseher im Börsenhof TV haben, übersetze ich gleich auch ins Englische. For a small time, Pernitz and Weidmannsfeld are the Hollywood of Lower Austria. Sorry, I cannot translate Pernitz, but I think I can translate Weidmannsfeld. Weidmannsfeld is Huntersfield. Der nächste Oscar für Österreich steht vor der Tür. The next Oscar for Austria is standing at the door and wait to come in. Du Felix, Austria and Rapid. Die Geschichte erzählt uns von dem Fußballclub FC Pernitz oder doch Weidmannsfeld, der sau schlecht und scheiße spielt. The story tells us from the football club FC Pernitz or Huntersfield, who plays big, bad and very shit. Lukas Residaritz, der neue Trainer, reißt sich den Arsch auf, damit die Elflaschen wieder siegen. Lukas Residaritz, the new trainer, tear his ash, that the 11 bottles win. Er richtet ihnen die Wadelfiere. He is setting the feet in front of. A wonderful story. Viele der Schauspieler wohnen zurzeit in Miesenbach City im Börsenhof. Most of the actors live a short time in Bad River City in the Perth Court. Miesenbach ist kurze Zeit das Beverly Hills von Niederösterreich. Bad River City is for a short time the Beverly Hills of Lower Austria. Schauspiellegenden spielen in diesem wunderbaren Film mit. Actor Legends plays in this wonderful new film. Die Chefin vom Börsenhof, meine bessere Hälfte, the wife boss of the birth card, my better half, war total von den Socken und völlig aus dem Häuschen, was total from the socks and completely out of the house. Als sie hörte, dass die zwei größten Kommissarlegenden Österreichs, Cotan 2, Franz Buchrieser, und Cotan 3, Lukas Residaritz, im Börsenhof schlafen werden. If she heard that the two criminal legions
Cotton 2, Frank Buchriese, and Cotton 3, Lukas Risitaris, Sleep in the Purse called. Auf dem Bild werdet ihr sehen, die zwei Cotton-Legenden und mein Hase sitzt daneben. On the picture, the two major Cotton legions and my rabbit beside that. Sie war hin und weg. She was dead and away. Ich hoffe, Sie haben mein Oxford-Englisch genossen. I hope you enjoy my Oxford-English. Herzlich willkommen, geschätzte Gäste, zu unserem Getränketipp. Heute möchte ich Ihnen das Tonic Water empfehlen. Tonic Water, schaut mal, da steht drauf Indian. Tonic Water. Warum steht da Indian Tonic Water drauf? 1870 ist das eingeführt worden, das Indian Tonic Water, und ist besonders beliebt gewesen bei den Engländern in den ehemaligen Kolonien. Warum? Denn dieses Ding da enthält Quinin. Und Quinin, das ist das, was das Bittere, das schmeckt ja bitter. Also das ist ja auch nicht jedermanns Geschmack, dieses Tonic Water, aber es erfrischt. Und dieses Quinin beugt nämlich Malaria vor. Und aus dem Grund haben es die da unten in Indien getrunken, die Engländer. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, jedem schmeckt das nicht, aber ich mag es ganz gern, es erfrischt. Tonic Water wird pur oder als Long Drink oder als Wodka Tonic getrunken. Und jetzt werden wir auch ein bisschen was eingießen, weil jetzt habe ich einen Guster gekriegt. Quinin wird aus der China Rinde, also aus der China, aus der Rinde des China-Rindenbaumes, um ganz genau zu sein, gewonnen und wird jetzt noch bei der Behandlung von Malaria verwendet. In China wird es aufgrund der fiebersenkenden und schmerzstillenden Wirkung in geringen Dosen zur Behandlung von grippalen Effekten beigemischt. Quinin ist auch in manchen Magenbittern zu finden. In zu großen Mengen genossen gibt es Nebenwirkungen, da muss man aufpassen. Also nicht nur immer Tonic Water trinken, aber ab und zu ist nicht schlecht. Wenn man immer nur Cola rumtrinkt, wird man auch einmal deppert. Übrigens, Indian Tonic Water fluoresziert bei Bestrahlung mit ultravioletem Licht. Da haben wir eine schöne Aufnahme gemacht. So, da haben wir jetzt ein ultraviolettes Licht und das mit Quinin versetzte Tonic Water fluoresziert. Und da haben wir jetzt in die Flasche normales Wasser eingefüllt, damit man den Unterschied sieht. Und schaut euch das mal an, was das für ein Unterschied ist. Das ist ganz klar, das Wasser. Und das ist getrübt, das ist jetzt durch die Eiswürfel, die sind schon ein bisschen gegangen, so ein bisschen verflüchtigt, aber es macht einen gewaltigen Unterschied. Ja, und jetzt will ich das einmal trinken. Ich trinke hier das normale Tonic Water, das unter normaler Beleuchtung aussieht wie ein Wasser. Und hier sieht es aus wie eine Milch unter ultravioletten Licht, es fluoresziert. So, jetzt kommen wir zum Küchentipp. Wir stellen euch den Gauermann Rostbraten vor. Das ist ein Rostbraten gefüllt mit Schinken und Schafkäse. Der Gauermann hat Rindviecher gehabt. Da hat er einen Rostbraten gehabt. Schinken natürlich auch und Schafe hat er auch gehabt. Also eine logische Folgerung, dass der einfach Gauermann Rostbraten heißen muss. Es wird paniert und schmeckt hervorragend. Einfach mal probieren. Der Gauermann Rostbraten ist immer auf unserer Speisekarte. Guten Appetit! Müssen wir jetzt dann ausschneiden, was ich jetzt sage. Mir fällt nämlich gerade was ein. Wenn ich jetzt das trinke, habe ich es ja in mir. Und wenn ich dann zur Bissstation gehe und da ist ein ultraviolettes Licht, dann könnte schon sein, dass das eigenartige Ding aufleuchtet.